Hallo Leute, grüß dich YouTube und willkommen zurück zu Gothic. So, wir sind jetzt hier direkt wieder im Geschehen und brabbeln ein bisschen mit Morak. Ein bisschen umsehen, dass sich auch die keine Gardisten hier in der Nähe befinden. Morak, hey du, lass abhauen. Ich will kein Schutzgeld nicht bezahlen. Du hast ein Problem. Stimmt es, dass du Kurier für die Magier bist? Wie kriege ich den jetzt dafür zu, nochmal, um mich ins neue Lager zu bringen? Ich glaube, der hier war das. Stimmt es, dass du Kurier für die Magier bist? Und wenn es so wäre? Ich würde gern mal die Gelegenheit haben, mit den Magiern zu reden. Ich muss in die Burg. Die Kuriere der Magier haben ein Siegel, das ihnen Zutritt zur Burg erlaubt. Wenn du einer von uns wärst, könntest du so ein Siegel bekommen. Okay. Ach, verdammt. Wie bringt er mich denn jetzt zum neuen Lager? Vielleicht will ich... Oh, nee, verdammt! Der will mich gleich prellen. Oh, verdammt, wie heißt der nochmal? Hoffentlich bleibt er nicht stehen, weil sonst wird er mich automatisch ansprechen. Du hast ein Problem. Versuchen wir das mal. Ach, und das wäre? Es gibt Leute hier, die wollen, dass du dich hier nie wieder blicken lässt. So. Dann sag doch den Leuten, sie sollen jemanden schicken, der ihren Willen auch durchsetzt. Wie kommst du darauf, dass ich das nicht tue? Weil ich denke, dass du ein schlauer Junge bist. Du wirst schnell erkennen, dass es Besseres gibt, als für Gomez zu arbeiten. Bei uns im neuen Lager können wir fähige Leute genauso gut brauchen. Und dort gibt es niemanden, der dir sagt, was du zu tun und zu lassen hast. Ha. Ja, der soll uns ein bisschen was erzählen und dann sagen wir, bring uns da mal hin. Erzähl mir diesen was über tolles das neue Lager. Es ist das freieste Lager in der Kolonie. Wir haben keine Erzbarone oder Gurus, die uns herumkommandieren. Wir haben eine eigene Mine. Aber das Erz, das wir dort fördern, wird nicht an den verdammten König geliefert. Sondern? Unsere Magier arbeiten an einem Ausbruchsplan. Dafür wird alles Erz gesammelt. Während Gomez und seine Leute auf der faulen Haut liegen, rackern wir uns für die Freiheit ab. So sieht's aus. Ja, es sieht gut aus. Und wenn ich mich dem neuen Lager anschließen wollte, könntest du mir dabei helfen. Wenn du es wirklich ernst meinst, können wir direkt losgehen. Ich kann dich zu Laris bringen. Laris! Er ist der Kopf unserer Bande. Aber wenn du lieber versuchen willst, mich aus dem Lager zu prügeln, bitte. Laris, ja natürlich. Laris und Lee und Gorn, das waren ja alles Kollegen, die beim neuen Lager sind. Also kenne ich jedenfalls Gothic 2. Wie gesagt, Gothic 1 bin ich blind unterwegs. Jetzt wird's Nacht. Ich will mich da erstmal hinlegen. Dass der Kollege mich da versucht zu prellen. Guck mal, ist das wunderschön mit der Sonne. Ist das nicht wunderschön? Soll mir einer sagen, dass das nicht schön ist? So. Oh. LOL. Ja. Es hat geklappt. Ich habe den Typen, bin ich aus dem Weg gegangen. Legen wir uns mal hin und schlafen bis zum nächsten Morgen. Da haben wir auch wieder genügend HP. Ja, sehr gut. Erstmal den Brustkorb heilen. So, schön schnell speichern. Dann sagen wir Mordrak. Das abhauen. Zu heiß hier. Ah, da fällt mir an, ich könnte mal ein bisschen... ich könnte mir ein bisschen nettes Fleisch braten. So, machen wir hier erst auf der schnellen Fuhr. So, ich habe ja schnelle Hände. Ich habe ja bei McDonald's gearbeitet vorher, bevor ich im Minental gelandet bin. Und das ist das Problem. Ich habe da so schnell das Fleisch gewendet, so schnell raus. Ich habe richtige Auszeichnung bekommen. Bis ich dann Leuten Lebensmittelvergiftung zugefügt habe bei McCorinis. Das ist direkt bei euch am Marktplatz. Und ja... den Lebensmitteln Vergiftung wegen bin ich dann in der Strafkolonie gelandet. Das ist tatsächlich so die Hintergrundgeschichte, warum unser Held am Ende in der Strafkolonie gelandet ist. Ist so. Fakt. So. Man soll aber reichen. Lass abhauen. Lass uns zum neuen Lager gehen. Gut. Folge mir. Voll das RP hier. Nicht wahr? So, zack, zack. Gib mir schöne Erfahrung, wenn du Leute umbringst. Ich hoffe, dass dir mir Erfahrung gibt, wenn ich also, dass ich die Erfahrung von dem Viech, was der umbringt, schön erhalte.
Ja, was dann wahrscheinlich jetzt all die Viecher, die hier waren, gewesen wären, gewesen wäre. Richtig schön, wie ich mich in den Satzbau verstricke. Das ist aber nicht so gesprächig, der Mordrak, ne? Der bleibt bestimmt irgendwie... Das finde ich eigentlich so cool eigentlich in den NPCs, wenn man mit denen auf Reise geht. Guck mal, da ist, kann ich hochklettern, glaube ich. Das lädt ja gerade so ein, diese Bergformation. Hi. Hans, ich wünsche dir ebenfalls eine gute Nacht. War auch super, dass du hier warst. Vielen Dank für die Tipps. Und ich hoffe, du schaust demnächst wieder rein. Entweder am Donnerstag, aber ganz sicher wieder am Sonntag. Ansonsten, wenn du willst, die ersten Folgen kannst du dir auch auf YouTube angucken. Die sind da online. Guck mal hier, warte. Seraphis, Höllenpilz. Warte, Mordrak. Muss er noch einsammeln. Wie ist denn, Hans? Mach's gut. So. Ja, da ist gut lang. Da war ich noch nicht. Guck mal, das ist ein Scavenger. Mordrak. Ockblatt. Hol den Bogen raus. Na, macht er das? Der Angeber. Hallo? Er hat nicht. Ja, okay, ich meine, ich bekomme die Erfahrung, aber... Oh, der scheint unsterblich zu sein. Der wurde auf jeden Fall zweimal angeschlagen. Guck mal, da liegt ein Skelett. Und das wohl eine Waffe bei sich hat? Ich speichere hier mal kurz. Warte mal, Mordrak. Bleib da ruhig stehen. Warte auf mich. Eine Burg. Ich bin aber ganz sicher, dass ich da nichts... Ein altes Schwert. Das ist ja... Das habe ich ja schon mal. Schön die Musik doch ist. Mordrak, was meinst du? Kann ich die Burg hier oben ausnehmen? Ich könnte die Spitzhacke auf jeden Fall mitnehmen. Ja, kommt. Oh! Guck mal, was ich hier sehe. Snapper! Cool. Warte mal. Guck mal, ein Gobbo. Könnte ich es tatsächlich wagen, das so ein bisschen zu missbrauchen und, hi. Hallo, ihr lieben Echsen. Ja, kommt mal an. Mordrak, bist du bereit? Da kommt was. Ja, kommen die? Nee, die kommen nicht. Lol. Die hängen da fest. Ach, mein Gott, lauf da nicht zurück. Ich bin doch hier. So. Oh. Jetzt knurren die schon. Ich muss aufpassen, weil wenn die erstmal ansetzen, zum Laufen, dann sind sie ganz schnell da. Ich muss auch aufpassen, dass die... Schaffe ich das, hier hochzuspringen? Das sollte ja wohl jetzt reichen. Jawohl, nice. Zieh mal den Bogen, du. Da kommt was. Haha, ihr blöden Viecher. Lol, hallo. Kannst du mal... Oh, lol, verdammt, die glitschen sich hoch. Mordrak! Lol, der rennt! Was soll er? Mach da keinen Freeze-Frame. Was soll er? Mach mit! Hilf! Das heißt, töte! Ach, verdammt nochmal. Willst du mich veräppeln? Wird er am Ende nur... Wird er am Ende wirklich nur... Wieso kann ich eigentlich die Gobbos hier nicht looten? Ich konnte den ersten Gobbo schon nicht looten. Wieso kann ich eigentlich am Ende die Viecher nicht zu denen rüberziehen? Das ist doch blöd. Oha! Das sind die Momente, wo man sich fragt, wann habe ich eigentlich das letzte Mal gespeichert? Sind die doch hinter mir? Nee, sind sie nicht mehr. Glück gehabt. Aber hier sind Fleischwanzen. Gut, dann lassen wir das mal kurz mit den Snappern. Das scheint uns nicht weit zu bringen. So, können die Fleischwanzen wegmachen. Ich habe das Geräusch nicht gerne. So. Reden wir mal kurz mit dem Kerlchen hier. Kavalorn! Ja, das ist ja seine Hütte. Sagt er uns ja. Was machst du hier draußen? Ich bin Jäger. Ich jage vor allem Scavenger. Woher bekomme ich einen Bogen? Von mir.
Ich verkaufe die besten Bögen des alten Lagers. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Schleichen, Bogen, Stufe 1? Nee, Bogen will ich nicht. Dann eher sowas wie Armbrust. Zeig mir deine Ware. Bogen ist ja Geschicklichkeit. Ich hatte dann aber eher so ein bisschen Stärke nach wie vor in... im Auge. Kavalon, ich werde auf dich zurückkommen. Und er ist nach wie vor... Oh, verdammt. Hauptsache, der Mordrak bleibt da wirklich hinten schön brav stehen, ne? Verdammt. So. Ja, also sehr gut. So klappt das. Schön die Fackel nach wie vor. Ich meine, hier war ja im zweiten Teil das Erz von dem einen. Ah, verdammt. Nee, das mache ich ein andermal. Brech mir hier jetzt einen ab. Wortwörtlich. Jo, wir können weitergehen. Ich bin fertig. Hat sich nicht gelohnt. Ich habe zwar mit Kavalon gesprochen, zwei Monrads umgebracht, aber einen Dietrich geknallt. Dann mach mal platt, du. Mach platt, den Geier. Komm, schaffst du. Ach, ich mach's schon. Ah, so macht man das. Ja, und weiter geht's mit der Sichtweite. Hallo. Hallo. Geh mal, verdammt, wo ist meine Fackel hin? Ah, da unten. So. Schön meine Fackel immer mitnehmen. Sehr gut, sehr gut. Ja, genau so habe ich mir das gedacht. Und so, genauso hilft das ja am Anfang natürlich immer diese Reisen, die man mit den NPCs unternehmen kann. Hör mal, Mordrak, willst du nicht da zusammen mal in diese Höhle reingehen hier? Nee? Ich mach das dann mal kurz. Oha. Kommen die jetzt zu dritt an? Da oben sind dann aber auch Wölfe oder sowas. Oder sind die oben auf so einem Plateau da drüber? Muss ich mal gucken. Wahrscheinlich kommen jetzt zwei an und die bleiben dann direkt vor mir stehen. Ja, mehr oder weniger. Komischerweise bleiben die wirklich direkt immer ein bisschen vor mir stehen. Greifen mich nicht weiter an. Das war's dann auch. 200 Erfahrung. Danke. So. Gucken, was wir hier sonst noch finden. Wahrscheinlich nichts. Oh, guck mal. Eine verwitterte Axt. Ja, die hatten wir ja schon mal bei dem toten Gardisten-Neck gefunden. Das ist jetzt keine Wahnsinnsbeute. Die Beute ist die Erfahrung. Weiter geht's. Ist aber danke, dass du auf mich wartest. Wann sind wir da? Wie lange noch? Sind wir endlich da? Oh, guck mal. Ach, was ist das? Ein unsichtbarer Wolf. Ich helf dir mal. Oh, verdammt, jetzt Aggro auf mich. Boah, guck mal, Mordrak, habe ich ganz alleine gemacht. Oh, verdammt, ich kann hier nicht das Fell abziehen. Das hätte ich erst lernen müssen, glaube ich. Jetzt sind die auch beide weg, mein Gott. Kann ich hier so ein bisschen... Nee. Sind beide weg. Ach je, wenn das Meister Bossbar wüsste. Aber ich bin ja noch lange nicht sein Lehrling. Insofern. Ich sollte mal speichern. Was ist denn das für ein Kollege? Hey! Wo ist... Jetzt ist Mordrak unsichtbar. Ja. Ich werde mal kurz speichern. Und ich werde mal kurz laden. In der Hoffnung, dass Mordrak dann wieder da ist. Guck mal, da ist Mordrak. Sehr gut. Hey, Aidan. Oder Aiden. Wie geht's dir? Lass dir Zeit. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich bin Jäger. Ich lebe vom Verkauf von Fellen und Zähnen.
Bringt das viel ein? Wenn man weiß, wie man die Viecher richtig ausschlachtet, schon. Das wäre jetzt prinzipiell die Möglichkeit, ne? Schlachten. Was willst du wissen? Fell abziehen. Ein Lernpunkt nur. Och, das geht aber eigentlich. Krallen abziehen. Was meint er? Was soll ich als erstes machen? Ich meine, es lohnt sich eigentlich schon, das von Anfang an zu machen, recht früh. Dadurch, dass man dann gerade von Anfang recht viel Fell sammeln kann. Ich habe auch ein bisschen Erz übrig. Also ich glaube, Fell abziehen würde ich wohl gerade noch machen. Ist so ein Klassiker eigentlich. Schwer zu sagen. Heute von Reptilien. So viele Warane habe ich bisher nicht gesehen. Krallen abziehen könnte helfen. Zähne entfernen ebenfalls. Aber Fell abziehen, wer weiß. Mach das mal. Wie kann ich den Viechern das Fell abziehen? Wichtig ist vor allem immer von vorne nach hinten. Wenn du den Bogen einmal raus hast, ist das kein Problem. Felle sind sehr wertvoll. Das Fell von Wölfen oder Schattenläufern eignet sich zum Herstellen von Kleidung. Du wirst merken, ob ein erlegtes Tier ein brauchbares Fell hat, wenn du es untersuchst. Coole Sache. Ja, ne, Alex, kann man schon mal machen. Sind die zwei Wölfe... guck mal, da sind die zwei Wölfe auch wieder da. Klappt das jetzt oder klappt das prinzipiell nur dann, wenn ich das vorher schon konnte und sie dann erledigt habe? Ja, ich glaube, so läuft das, weil dann spawnen die erst mit dem Fell im Inventar, denke ich. Da lag doch noch was ein bisschen bei dir auf dem Boden in der Hütte. War nicht? Ja, hier so ein Hammer und ein Erzbrocken. Du wirst ja wohl nicht sauer sein, wenn ich hier dir ein bisschen aufräume, oder? Den Becher kannst du mal haben. Waldbeeren brauchst du nicht mehr. Mordrak, wir können weitermachen. Ich bin ein richtiger Sammler momentan. Jäger so, ja, ein bisschen. Mordrak, wann sind wir denn nicht da? Seraphis. Das hört sich nach einem Gobo an. Verdammt. Jawohl. Mordrak, wir zwei, wir sind ein starkes Team. Geht's da lang? Ich wollte doch gerade schon sagen, da geht's nicht lang. Da haben wir nochmal Scavenger und da haben wir hier eine Truhe. Was sind wir hier eigentlich? Die Truhe muss ich nicht... Ah, die muss ich auch aufschließen. Das mache ich ein andermal. Und da haben wir eine Menge Scavenger hier auf dem Plateau. Hey, Scavenger! Wie sieht's aus? Oder soll ich die platt machen, wenn ich wiederkomme? Könnte ich natürlich auch machen. Aber jetzt, wo wir schon mal hier sind... Ja, komm an. Nicht ewig Zeit. Ja, ich mache jetzt einfach sauber. Verdammt. So, hier. So, und da war es das auch dann auch schon. Tut mir leid, Tierchen. Aber ich danke euch für euer Fleisch. Das wird mir sehr bekommen. Es wird nahrhaft sein und meinen Körper heilen. Insofern, danke für euer Opfer. Ne? Guck mal, die Blutfliegen, sollen wir die nicht machen, Mordrak? Die, hör mal, die geben jeweils 70 Erfahrung. Das ist irgendwie gar nicht mal so einfach, Tiere an den Rand zu ziehen, ne? Der rennt dann immer ein bisschen nach vorne. Wow! Ja, endlich. Ja. Ich meine, ranziehen musste ich hier jetzt nicht. Da kam sie von alleine. Wie viel Erfahrung brauche ich denn noch? Guck mal, da kann ich gleich sogar nochmal ein Level machen, wenn ich das so weitermache. Oh mein Gott. Ich habe auch nicht so viel Erfahrung, dass ich das ewig durchziehen kann. Was? Was zur Hölle? Hast du das gesehen, Mordrak? What? Wohin fliegen die? Hast du Hölle? Knallhart entscheiden sich die Blutfliegen einfach an mir vorbeizufliegen. Jetzt sag mir nicht, die machen den Kavalon platt. Hast du Hölle? Wo sind die Blutfliegen hin?
Was? Das glaube ich jetzt nicht. Die sind jetzt hier lang oder... Wo sind die Blutfliegen hin? Da bin ich jetzt aber gerade richtig geflasht. Du lebst noch? Ja, du lebst noch. Das kann doch nicht sein. Ich werde verrückt. Wo sind die Viecher hin? Oh, da oben ist ein Wolf. Ja, ich werde jetzt nicht weiter gucken, aber... Mein Gott. Was kann das, wo können die wohl hin sein? Knallhart, ey. Wenn ich das den Kollegen im alten Lager oder in Kurines erzähle, die glauben mir das nicht. Daher auch das Sprichwort, heute kann man keinen mehr glauben. Sag ich denen, du, damals, als ich in der Kolonie war, da kamen zwei Blutfliegen mir entgegen. Wollte ich gerade platt machen, sind die weggeflogen. Knallhart. Hoch die Böschung, rüber über die Brücke und runter ins Tal. Keine Ahnung, was jetzt passiert. Ich sag dir, was passiert. Als nächstes komme ich zurück in die alte, ins alte Lager. Und irgendwie haben die das ganze Lager platt gemacht. Ich hoffe nicht. Am Ende liegt das daran, dass die Sichtweite durch den, vielleicht erhöht der Renderer irgendwie die... Oh, der Mordok ist mal auch ordentlich weitergelaufen. Ist gut zu wissen, dass der nicht unendlich, Geduld hat. Ah! Wir sind aber schon fast da. Was zur Hölle? Da, noch einer! Guck mal! Da! Die haut ab! Was zur Hölle? Guckt euch das an! Achtet! Da! Seht da! Die fliegt über die Brücke! Was zur Hölle? Wohin gehen die? Mein Gott! What the hell? Das ist doch nicht zu glauben! Das ist die große Blutfliegenlage des, Plage des Minentals. So, wisst ihr was? Man sagt nicht, man kennt mich nicht ohne Grund als den namenlosen Held. Dass ich jetzt hier aufräumen werde, indem ich die restlichen Blutfliegen platt mache, damit sie auch nicht einfach hier wild durchs Minental surren und eine Gefahr für alle herumspazierenden Butler darstellen. Nein, die Blutfliegen müssen dahin gerafft werden. So, komm her. Ja, ohne Shit. Stell mal vor. Am Ende gehen wir wirklich zurück ins alte Lager und... Au. Er wollte es also einfach für mich machen. Ich sehe. Es war schon knapp. Ich werde es zugeben. Na, guck mal, da haben wir richtig schön Scavenger hier. Ah, eine wunderschöne Hütte. Ich hoffe, dass ich die an mich reißen kann. Aber das ist doch mal hier richtig schön geschillt. Schön angeln, ein bisschen was grillen, Bier im See kalt stellen. So macht man das. So, nehmen wir die Fackel mal wieder auf. Wir haben uns hier ordentlich ablenken lassen. Es liegt aber größtenteils an Mordrak und nicht an uns. Ich überlege gerade, wo ich speichern soll. Ich werde diesen Speicherstand bestimmt nicht überschreiben, weil das war bevor die Blutfliegen abgehauen sind. Wer weiß, was die anrichten. Muss daran denken, den ersten Speicherstand aufzubewahren. Sind wir da? So, hier sind wir. Wenn du durch das Tor gehst, kommst du ins neue Lager. Sprich mit Laris. Er wird dir weiterhelfen. Hier, gib ihm das hier von mir. Es ist ein wertvoller Ring. Er ist deine Eintrittskarte zu Laris. Ohne guten Grund kommst du nicht zu ihm. Wenn ich mir so recht überlege, ich glaube, ich bleibe eine Weile hier. Ich habe fürs Erste genug verdient und im alten Lager wird's langsam heiß. Wenn du Lust hast, triff mich in der Kneipe, das Haus direkt auf dem See. Mach's gut. Ja. Wir sehen uns. Tschö. Unsichtbarer Mordrak. Ha, der hat mal wieder seinen Ring der Macht angezogen, wodurch der unsichtbar geworden ist. Cool, der hat mir einen Ring gegeben, damit ich, um zu Laris vorzukommen. Na guck mal, da habe ich hier tatsächlich all diese ganzen Schlüssel bei mir. Ja, das war ja, ja, den bloß nicht überspeichern. Seine Quest erledigt. Ja. So, warte, ich werde mir mal kurz speichern. Und
Den da werde ich auch speichern. Ich werde mal kurz was machen. Und zwar, ich werde den Spielstand hier laden. Und den werde ich hier schön in der Mitte Backup nennen. Das ist nämlich vor dem Blutfliegen. Ich habe nämlich Angst vor denen. Ich weiß nicht, was die machen werden. So. Prinzipiell ist der Mordrak dann auch wieder. Wunderbar. Und ja. Das war's für diesen Teil. Was dann im neuen Lager auf uns wartet, gucken wir uns das nächste Mal an. Tschüss und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.